Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Boostbox und zwar mit dem GameStar PC Black Friday Edition 4K für 3.199 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Diesmal wurde mir das System nicht in den Videovorschlägen vorgeschlagen, sondern halt in der PC-Laber-Ecke. Da hat einer ein paar Fragen dazu gehabt und dann habe ich mir das System mal angeschaut und ich dachte, darüber mache ich mal ein Video. Kommen wir erstmal zu dem Bild. Das ist kein absoluter Fake. Das Gehäuse stimmt die Wasserkühlung leider nicht. Hier ist nur eine 240er drin, hier auf dem Bild ist eine 360er. Das Mainboard, das sollte eigentlich auch stimmen. Grafikkarte, ja, kommt gut hin. Also optisch habt ihr da auf jeden Fall jetzt keine Fake-Sachen irgendwie drin, dass da irgendwas beleuchtet ist, was nicht stimmt oder so. Das passt soweit schon. Betriebssystem ist hier leider nicht mit dabei. Der Prozessor ist ein AMD Ryzen 7 7800X 3D. Der hat 8 Kerne, 16 Threads, 120 Watt TDP und unterstützt offiziell DDR5 5200 MTS. Könnt ihr ganz easy mit 6000 laufen lassen. Haben wir schon so oft konfiguriert, funktioniert bei den meisten Systemen. Was heißt bei den meisten? Es hat bisher immer funktioniert, gerade wenn man vorher noch ein BIOS-Update macht. Das ist immer noch einer der besten Gaming-Prozessoren, die ihr euch so holen könnt, wenn das Ziel wirklich Gaming ist. Ihr könnt damit auch Videos schneiden und auch rendern und auch streamen, klar. Aber wenn ihr jetzt wirklich das Hauptaugenmerk irgendwie auf Rendern legt, dann solltet ihr vielleicht eher zu einem Intel-Prozessor greifen. Wenn wir uns hier die TDP von 120 Watt anschauen, ich habe die noch nie erreicht. Ich habe schon mal so ein System gebaut, der liegt immer so zwischen 70 und 80 Watt im Gaming und der ist halt sehr, sehr effizient. Intel-Prozessoren zum Beispiel pfeifen sich da so 150 Watt circa rein, je nachdem, was man da nimmt. Aber der ist wirklich sehr effizient und hat halt noch eine bessere Performance als die meisten Intel-Prozessoren. Und der kostet 377,94 € bei Mindfactory. Der Prozessorkühler ist eine Asus TUF Gaming LC240 ARGB Wasserkühlung. Wie eben schon angesprochen, hat der Prozessor keine hohe Leistungsaufnahme, dementsprechend reicht eine 240er Wasserkühlung dicke. Sieht in dem großen Gehäuse dann nicht ganz so schnieke aus wie eine 360er, weil oben in den Deckel passt auch eine 360er rein, aber die reicht für den Prozessor einfach völlig aus. Die Wasserkühlung an sich hat auch 6 Jahre Garantie und die Frage kommt auch sehr häufig, ob man irgendwas machen muss, Wasser nachfüllen oder so. Nein, müsst ihr nicht. Einfach einbauen und loslegen, beziehungsweise wenn ihr das System bekommt, einfach laufen lassen, da passiert erstmal nichts. Ihr bringt auch noch ein bisschen RGB-Beleuchtung auf den Lüftern mit, beziehungsweise auch auf den Pumpenkopf. Das könnt ihr dann alles mit den Gehäuselüftern zusammen im Asus Aura Sync ansteuern. Überhaupt kein Thema. Und die kostet 103,90 € bei alza.de. Die Grafikkarte ist eine Asus GeForce RTX 4090, die genaue Bezeichnung steht auch hier, die habe ich auch bei Geiz halt so rausgesucht. Das ist halt eins von vielen Custom-Modellen, es gibt ja auch von Gigabyte welche von MSI, in dem Fall wieder Asus, weil das System wirklich sehr viel auf Asus aufbaut. Die 4090 aktuell immer noch die schnellste Grafikkarte, die ihr euch so kaufen könnt, in 4K, WQHD und auch in Full HD Gaming, wobei Full HD macht überhaupt keinen Sinn. WQHD und 4K Gaming eine Top-Grafikkarte. Gute FPS-Werte, je nachdem wie ihr es auch einstellt. Ihr könnt ja auch DLSS nutzen und diese ganzen Geschichten. Den FPS-Test dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und die kostet auch stolze 1.979 € bei Alternate. Das Mainboard ist ein Asus ROG Strix B650A Gaming Wi-Fi. Jetzt könnte man hier natürlich sagen, warum nur der B650-Chipsatz. Es reicht einfach völlig aus für den 7800X3D. Mehr braucht ihr da einfach nicht. Ansonsten haben wir auch hier gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke. Hier kann eine SSD verbaut werden. Hier unten noch 2 weitere SSDs. Hier kommt die Grafikkarte rein, dann ist ordentlich Platz, weil der Kühler der Grafikkarte das meistens alles überdeckt. Dementsprechend könnt ihr sehr wahrscheinlich die 3 Erweiterungsslots auch noch nutzen für eine Capture Card oder irgendwie eine USB-Erweiterungskarte oder ähnliches. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1, USB Typ C zweimal, WLAN und Bluetooth Antennenanschluss, Netzwerkanschluss, dreimal USB 3.1, viermal USB 2.0, ein Flashback BIOS Button und dann haben wir noch die Onboard Grafikanschlüsse. Bitte nicht benutzen, nimmt die von der Grafikkarte. Jetzt könnte man natürlich sagen, yo, das System kostet über 3.000 €, warum ist da so ein Board für 230 € drin? Es ist halt ein Mid-Range-Board. Es ist nicht das billigste vom billigsten, ist aber auch nicht das teuerste. Es gibt noch durchaus bessere Boards, aber es reicht, wie gesagt, für diesen Prozessor völlig aus. Und wenn ihr mit den USB-Anschlüssen und den ganzen anderen Anschlüssen klarkommt, reicht es halt. Das müsst ihr dann selber entscheiden. Ihr könnt ja auch noch umkonfigurieren, falls ihr wirklich mehr USB-Ports braucht oder mehr USB-C oder whatever. Aber erstmal so, in der Standard-Config ist das völlig okay. Und das kostet 232,95 € bei eBay über Notebooks billiger. Der Arbeitsspeicher sind 32 GB DDR5 RAM Dual Channel, 2x
16 GB, das ist schon mal sehr wichtig. 6000 MHz Kingston Fury Beast RGB. Schauen wir dann mal weiter in den Infos, haben wir hier CL36 RAM. Also erstmal ist es schön, dass sie 6000 MTS genommen haben. Ist eine super Sache, habe ich auch eben angesprochen, funktioniert mit dem Prozessor auch tadellos. CL36, ja, ist jetzt nicht das Schlechteste, aber auch nicht das Beste. Ich würde euch hier vielleicht empfehlen, auf CL30 zu gehen, da kommen wir aber zum Schluss noch zu. 32 GB in der Preisklasse auch noch völlig in Ordnung. Und der kostet 128,89 € bei Mindfactory. Die Festplatte, in dem Fall eine SSD, hat 2000 GB und ist die Kingston KC3000. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 7000 MB die Sekunde und auch eine Schreibgeschwindigkeit von 7000 MB die Sekunde, TLC-Speicher, reicht auch fürs Zocken völlig aus, ganz ehrlich. Selbst wenn ihr Videos abspeichert, rendert, wie auch immer, die Geschwindigkeit reicht dicke. Ob ihr persönlich mit 2 TB klarkommt, müsst ihr selber wissen. Ich persönlich würde sagen, es reicht erstmal. Ihr könnt ja hinterher noch erweitern, das Board hat ja noch Erweiterungssteckplätze. Und die kostet 102,90 € bei alza.de. Das Gehäuse ist ein Asus TUF Gaming GT501. Das Gehäuse ist schon seit 2019 auf dem Markt, laut Geizhals. Ich hatte das noch nie auf dem Schirm. Das bringt schon 320mm Lüfter in der Front mit, die RGB beleuchtet sind, und 140mm im Heck. Das heißt, der Airflow ist soweit gegeben. Ihr habt hier vorne auch Lufteinlässe, das heißt, der Airflow ist soweit auch okay. Ist natürlich keine volle Mesh-Front, einige mögen das aber auch, wenn es vorne ein bisschen flacher ist. Eigentlich sollten diese Schlitze hier reichen, dass genug Luft ins System reinkommt. Ihr habt oben auch noch die Wasserkühlung, wie gesagt, leider nur eine 240er, die für den Prozessor ausreicht. Eine 360er hätte einfach schöner ausgesehen. Und ihr habt noch diesen Hecklüfter, also Airflow, wie gesagt, auf jeden Fall da. Ich finde das vom Design auch gar nicht so schlecht. Ich habe es leider noch nicht hier gehabt, aber ich würde es gerne mal testen. Und das kostet 127,23 € bei eBay. Das Netzteil ist ein 1000 Watt Deepcool PQ1000M, 90% Effizienz, 80 plus Gold zertifiziert. Das hat 10 Jahre Herstellergarantie, ist wie gesagt 80 plus Gold zertifiziert und vollmodular. Laut PSU Tierlist von Cultus Network ist das ein A-Tier Netzteil. Das heißt, qualitativ gibt es da auch nichts zu beanstanden. Das Ding ist einfach nur, es ist ein ATX 2.4 Netzteil, ist schon ein bisschen älter dementsprechend, beziehungsweise bringt noch nicht den neuen Stromstecker für die aktuellen Grafikkarten mit. Bedeutet für euch, ihr habt dann dieses blöde Adapterkabel da hängen, ich würde lieber auf ein ATX 3.0 Netzteil gehen, weil die haben meistens schon den neuen Stecker mit dabei. Kommen wir gleich aber auch noch zu, könnt ihr nämlich auch umkonfigurieren. Ansonsten 1000 Watt völlig ausreichend für das System, gerade weil der Prozessor so effizient ist, die Grafikkarte pfeift sich so um die 450 Watt rein in der vollen Auslastung und ja, da reichen 1000 Watt einfach dicke. Und das kostet 150,28 € bei eBay über Alternate. Auch hier wieder 36 Monate Herstellergarantie inklusive deutschlandweiter Abholservice, also Pickup und Return über 3 Jahre. Andere Systemintegratoren berechnen dafür nochmal ca. 70 € extra. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 3.203,09 €. Und das Ding kostet 3.199 €. Ja, ist ungefähr gleich Geizhalsliste. Und ich muss auch wirklich sagen, das System ist gut konfiguriert. Bis auf die Sache mit dem RAM und dem Netzteil. Das sind Feinheiten, aber sie sind halt da. Wenn es jetzt um eine Empfehlung meinerseits geht, was die Umkonfiguration angeht, würde ich euch zumindest empfehlen, hier den G-Skill Trident Z5 Neo RGB schwarz zu nehmen. Der kostet 9,90 € mehr, hat aber bei den Timings dementsprechend CL30 anstatt CL36. Nimmt das für 10 € einfach mit. Es ist wirklich dann vernünftig. Und wie eben auch schon angesprochen, bei dem Netzteil nimmt das 1000 Watt Be Quiet Pure Power 12 zum Beispiel. Das bringt nämlich auch schon den neuen Stecker mit, kostet allerdings auch 64,90 € Aufpreis. Hier seht ihr es auch nochmal, einmal 12 Volt High Power Anschluss, dementsprechend habt ihr dann nicht diesen Kabelsalat vorne im Gehäuse. Wenn euch diese 65 € zu viel sind, dann belasst es einfach dabei bei dem Deepcool Netzteil, das ist qualitativ wie gesagt in Ordnung, habt halt nur dieses Kabel vorne drin. Das kann man aber auch über einen Cable Mod lösen, von daher. Es wäre einfach nur so ein kleiner Punkt, der mich jetzt halt so ein bisschen gestört hat, den man noch verändern könnte. Und ansonsten muss ich wirklich sagen, ist ein guter Deal. Ist genau gleich Geizhalsliste. Ihr könnt es selber nochmal vergleichen. Wenn das Video kommt, gehen noch ein paar Tage ins Land, da könnt ihr mal schauen, wie die Preise sich verändert haben, weil die Geizhalsliste verlinke ich ja in der Videobeschreibung, genauso wie dieses System. Die schreiben tatsächlich aber auch, aufgrund der hohen Nachfrage bei diesem PC kann es zu einer verlängerten Lieferzeit kommen. Ja, das glaube ich. Wenn da ein System ist, was gleich Geizhalsliste ist und so konfiguriert ist, kann das passieren, ja. Also alles in allem, wirklich empfehlenswert das System, verändert vielleicht noch die 2 Sachen, die ich euch gesagt habe, aber ansonsten kauft es euch ruhig, macht da nichts falsch mit. Gut, das wäre es dann wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.